Hallo Moped-Freunde, hallo YouTube, mein Name ist Tom Thompson und willkommen zurück zu unserem gemeinsamen Moped-Spiel Numero Uno, weil es gibt nämlich kein zweites Ride, das Ganze auf der Xbox One. Wir sehen hier im Hintergrund unsere, das dürfte doch die Aprilia sein, die wir uns das letzte Mal aufgebaut haben. Schwenkt mal weiter rum, ist es die Aprilia, zumindest sehen wir da hinten schön die Dämpfereinheit, aber dieses Moped spielt heute gar keine Rolle, es ist die Aprilia, ich erkenn's an der hässlichen Front, das Heck ist aber geil. Wir haben heute jede Menge vor, wir haben zum einen vor, uns neues Moped zu kaufen, ihr habt nämlich fleißig abgestimmt und das hat mir gezeigt, ihr wollt das nächste Moped sehen und damit fangen wir heute am besten auch gleich mal an, gehen ganz schnell in die World Tour rein, bauen uns das Moped auf, eurer Wahl. Und werden damit einfach mal wieder mal ein paar Rennen fahren. Vielleicht auch müssen wir unseren Heini hier neu einkleiden. Patch gab es übrigens keinen neuen. Das heißt, wir haben im Hintergrund wieder meine Spiegelbilder. Die wurden irgendwo geklont, die Vögel. Aber wir wollten uns ein Moped kaufen, demzufolge ab zum Händler. Dabei kann ich mal erwähnen, vielen, vielen Dank an euch, weil wir haben mit der letzten Umfrage, mit der letzten Befragung, welches Moped wollt ihr haben, einen neuen Umfragerekord aufgestellt, in Ride natürlich. Und zwar haben insgesamt 203 Leute abgestimmt. Auf Platz 3 landete die Ducati 1199 Panigale mit 21 Stimmen. Auf Platz 2, für das Moped habe ich zum Beispiel gestimmt, nämlich die KTM 1190 RC8R mit 36 Stimmen. Und unangefochten sehen wir heute die BMW S1000 RR und zwar das Ganze mit 65 Stimmen. Also deutlicher ging das Ganze nicht mehr. Heute fahren wir mal eine Runde Modern Superbikes und schauen mal, ob wir mit dem Ding überhaupt noch klarkommen. Ich habe mir auch ein paar technische Informationen oder Daten zu dem Wagen rausgesucht. Was ist jetzt los? Ah, die Lackierung kann ich mir raussuchen. Ich würde mal sagen, ne, weiß-blau, ein bisschen M ist drin. Demzufolge, bam, holen wir uns das Moped. Geld haben wir genug, 20.000 Credits hier. Take my money. Standardbike selbstverständlich. Gibt auch wieder einen Erfolg. Erfolge gibt es übrigens für jede Marke. Wenn du das erste Moped kaufst, kriegst du einen Erfolg. Finde ich nicht schlecht, weil dadurch bist du auch wieder animiert, wirklich jedes Moped mal auszuprobieren. So, wir sehen hier, das ist ein Supersport-Moped. Das heißt, wir haben hier Leistung ohne Ende anliegen. Gebaut wird die 1000 RR seit 2009. Wir gehen erstmal im Bike anpassen rein und schauen uns da ein bisschen weiter um. Unter dem Tank hockt ein Vierzylinder-Reihenmotor mit 999 Kubik. Das sorgt für 193 PS bei 13.000 Umdrehungen und 112 Newtonmeter, das Ganze bei 9.750 Umdrehungen. Bei Motorradtests wurde festgestellt, dass BMW sehr, sehr großzügig ist, nämlich das Ding streut ganz gern mal ein bisschen nach oben mit bis zu 20 PS. Müsst ihr euch vorstellen, ja, wenn er gut streut, dann hast du 210 PS in einem Serienmoped, wohlgemerkt, anliegen. Und das ist schon meinem besten Willen nicht wenig. Wir werden hier wieder die Blinker demontieren. Und da sieht das Ding schon mal richtig fett aus. Gefällt mir. Weg damit. Die Außenspiegel, ihr seht es auch. Sieht ein bisschen komisch aus. Das ist ein Supersport. Demzufolge. Ja, so fehlt aber wieder was. Vielleicht machen wir wieder unsere kleinen Flügel drauf. Gucken, wie die aussehen. Gar nicht mal so schön, ne? Haben die was oder haben die nichts? Dann bin ich wieder der einzige Affe, der hier mit Außenspiegeln rumfährt. Weil er sagt, wir müssen auf TÜV und sowas achten. Die Dinger gehen mal gar nicht. Finde ich zumindest. Geschmäcker sind ja bekanntlich verschieden. Wir schrauben ab. Komm, wir machen hier mal ein richtiges Supersportmoped draus. Machen wir hier mal weiter. Griffe mal klotzen. Finde ich eigentlich ganz gut, so wie es ist. Wir werden hier sehr wohl schon ein bisschen was reinstecken in die Karre. Das heißt, gleich von Anfang an den Wagen ein bisschen aufbauen, weil Geld haben wir genug. Und bevor wir dann am Ende, dank ne, der Milestone-KI hier, nicht hinterherkommen, machen wir es einfach gleich von Anfang an richtig. Lieber einmal richtig kaufen als zweimal falsch, weil am Ende beim dritten Mal falsch hättest du auch was Richtiges gehabt. Wer konnte mir jetzt noch folgen? Ich weiß es nicht. Gut, wir machen jetzt hier wie gewohnt auch schwarze Bremsschläuche. Soll alles unten schön dezent sein, soll sich zurückhalten die Maschine. Am Arsch soll sie einfach Gummi geben, soll sie. Wir machen hier natürlich die größte Federung wieder rein, weil die können wir auch ein bisschen einstellen. Und schaut es euch an, so ergibt das Ganze richtig, richtig Sinn. Gehen wir nochmal zurück. Die ersten Folgen, ich werde heute, denke ich mal, so zwei Folgen aufnehmen. Mal gucken, wie es von der Zeit her passt. Weil wir haben im Moment jede Menge um die Ohren, so YouTube-technisch gesehen.
Und schwarze Griffe kann man machen, finde ich ein bisschen schöner. Ja. Genau, demzufolge muss ich mich da auch ein bisschen der Zeit beugen, weil mein Tag ist ja auch nicht unendlich lang. Vielleicht können wir mal hier so was Blaues reinmachen. Schaut. Ist vielleicht gar nicht mal so schön, ne? Was ist das? Das ist ein dunkles Blau. Passt das besser zu den M-Farben? Oh, das sieht gut aus. Ihr seht's zum Tank. Das sieht richtig gut aus. Das gefällt mir. Das bauen wir drauf. Mut zur Farbe, sage ich da einfach mal. Die Griffe können wir auch mal glotzen, ob wir da vielleicht was Schöneres, Schwarzes finden. Da, die sind perlgenoppt. Das ist auf jeden Fall super. Komm, Händler wollte nicht mitmachen. Ich habe auch zu dem Moped noch ein paar andere Informationen rausgesucht. Nämlich Leergewicht 204 Kilo. Das ist gar nicht mal wenig, aber auch gar nicht mal so viel, wenn ihr bedenkt, da hockt ein Vierzylindermotor drunter. Demzufolge hast du hier, hier haben wir jetzt alles verbaut, ja. Demzufolge hast du hier schon allein vom Motor her was relativ Schweres unterm Popo. Wir machen hier die Kette natürlich schwarz. Blaue Ketten gibt's nicht, ne? Die 1200er schwarz oder haben wir hier noch. Oh, die Tausender. In Gülden? Oder in Black? Komm, wir machen die Tausender in Black. Das macht keinen Unterschied, oder? Es macht keinerlei Unterschied, egal welche Kette wir drauf machen. In dieser Folge dit. Dit ist gut. In dieser Folge kommt das mal drauf hier. So, was haben wir noch? Quickshifter, selbstverständlich. Wir bleiben bei unserer Haus- und Hofmarke, nämlich Starlane. Haben wir gute Erfahrungen mitgemacht. Uns wird es so auf die Fresse hauen, habe ich das Gefühl. Getriebe lasse ich mal gleich. Wir machen zwar hier einen richtig großen Sprung. Oder wollen wir gleich einen Komplettaufbau machen? Nein, machen wir keinen Komplettaufbau. Wenn schon, denn schon, Fully Build. Das von Anfang an. Viele werden jetzt vielleicht sagen, ah, Thompson, das ist doch langweilig, was du machst, weil wo ist denn da der Reiz noch bei der ganzen Sache? Ja, ich würde lieben gern ein bisschen mehr Zeit mir lassen. Wisst ihr, so ein Moped in aller Ruhe aufbauen. Problem ist halt nur, dass wir dann bei der KI kein Land sehen. Und das geht mir persönlich ein bisschen auf die Nuss. Demzufolge 205 PS, ihr seid's doch irre. 0 auf 100 habe ich auch rausgesucht. 3,2 Sekunden. Also wenn du ein Auto hast, was schneller ist, Glückwunsch, kannst du eine 1000er wegsägen. 0 auf 200 haben wir, sage und schreibe, 7,2 Sekunden. Höchstgeschwindigkeit ist angegeben mit, wie können wir da rausholen? Machen wir ein neues Öl rein hier. Kann man einen Ölwechsel machen, wenn wir schon den ganzen Hobel umbauen. Mit 299 km/h. Nicht 299,99, sondern nur 299. Warum nicht mehr? Das Ding geht mehr. Es wird einfach nur nicht mehr angegeben, weil auch die Digital-Tachos zum Beispiel bei 299 aufhören. Das hat man damals eingeführt, um dieses Wettrüsten, um da ein bisschen irgendwie, ja, ein bisschen eine Grenze reinzubekommen. Was sind das für Rohre hier? Schaut euch mal die an. Hä? Was ist denn da kaputt gegangen? Das geht immer, obwohl die haben irgendwas, ne? Von der Firma Zart. Das sieht schon ziemlich zart aus, aber ich glaube, auf der BMW sieht einfach ein Pott sieht besser aus. Akrapovic haben wir richtig gute Erfahrungen gemacht. Das Ding sollte richtig laut sein. Was haben wir hier? Full Titanium von Tamagotchi. Terminogni. Ich finde die Akrapovic-Anlage eigentlich am schönsten, weil die ist schön. Die ist unten, wisst ihr, da steht das Rad oben frei. Ich würde ganz hinten, ganz gern, da wo der Sozius eigentlich drauf parkt, sein Popo. Ich würde die Fußrasten würde ich noch ganz gern wegmachen wollen. Geht nicht. Hier, Tipp, Milestone. Ne? Will ich sowas im zweiten Teil, will ich sehen, dass man die Karre komplett auseinandernehmen kann. So, Akrapovic ist unsere Marke. Diese Folge haben wir alles drin, bis auf Zylinderkopfbearbeitung. Das lasse ich erstmal weg, weil ich habe ein bisschen wie Schiss. Die erste Folge, ja, wie gewohnt, ne? Bisschen aufbauen. Ein, zwei Rennen werden wir, denke ich mal, heute noch schaffen. Ich möchte eigentlich auch unseren Typen nochmal neu ausstatten. Das heißt, wir gehen hier nochmal zum. Wo sind wir denn? Mein Rider. Und bauen uns hier Rider Montor mal eine zweite auf. Eine zweite Rennkombi, das ist aktuell die. Oder? Die haben wir. Okay. Oder machen wir uns wieder so eine Lederkombi. Kann auch richtig sexy aussehen. Aber ich glaube, wir machen das Ding einfach mal. Wir wählen das aus. Ich hätte gleich anpassen machen sollen. Nach wie vor Ladezeiten unterirdisch gut. Sieht eigentlich auch gut aus, aber ich will ein bisschen mehr Farbe drin haben. Weil Mut zur Farbe können wir ruhig mal beweisen. Auch der Helm soll alles ein bisschen zum Moped passen. Schauen wir, ob wir irgendwas Weißes finden. Vielleicht was Weiß-Blaues. Um einfach.
Das sieht doch nicht schlecht aus, schaut. Da haben wir doch schon einen gefunden. Da haben wir alle Farben drin, die auch bei M drin sind. Nehmen wir den, wie heißt die Firma? Shoei, oder? Visier, haben wir aktuell das dunkelste. Ja, Mut zur Farbe, La Bleu. Also wenn das nicht Porno aussieht, dann weiß ich auch nicht. Der Typ wird so knurke. Aber wir machen es ordentlich. Zuerst die Rennkombi wechseln. So, schauen wir, ob wir hier irgendwas finden. Weiß-Schwarz, das ist natürlich... Hier haben wir auch die M-Farben so ein bisschen drin. Gibt es das vielleicht nur eine Ecke weißer? Ist schon ein bisschen grau, schon ein bisschen angelutscht da. Das ist jetzt nicht so meins. Was haben wir hier Schönes? Die sieht auch nicht schlecht aus. Gefällt mir. Haben wir noch was anderes? Hier haben wir was mit blauen Dingern. Das würde vielleicht... Hat was, ne? Ich glaube, Lukas hat in seinem LP gesagt, die Streifen signalisieren den Weg zum männlichen Geschlechtsteil. Ne? Ich will es einfach mal nett ausdrücken. So, was haben wir denn hier noch? Ich bin ja übrigens mit Controller unterwegs. Ich bin noch nicht dazu gekommen, das Ding einfach mal mit dem Lenkrad zu testen. Auch wenn mir da in den Kommentaren schon geschrieben wurde von euch, dass das Ding mit Lenkrad fahrbar sein soll. Wird auf jeden Fall noch probiert. Aber aktuell ist das Lenkrad erstmal nur für Project Cars gedacht. Nö, ich würde sagen, wir bleiben davon mit den Streifen. Das hat irgendwas. Gefällt mir eigentlich. Wo war es denn? So suchen wir es. So möge man mir es doch zeigen. Das bist du nicht. Das sieht aber auch gar nicht mal so blöd aus. Bisschen dezenter. Wir nehmen mal die Kombi. Den Weg zum Geschlechtsteil müssen wir heute nicht markieren. So, die Schüchen kann man eigentlich lassen. Wir können trotzdem mal schauen, ob wir da irgendwas finden, was vielleicht ein bisschen besser zur Kombi passt. Ich würde lieben gern so ein bisschen rauszoomen. Das wäre geil, um einfach meine Rennkombi im Vergleich zu den Schuhen nochmal zu sehen. Können wir mal hier so ein bisschen durchschauen, ob wir da noch was finden. Das finde ich jetzt, sieht mir zu sehr nach Bergsteigerstiefel aus. Die gefallen mir jetzt nicht so. Die blauen hatten was, ne? Oder waren es die roten? Merken wir uns mal die Tours out. Oder wir schauen mal weiter hinten, ob es da noch was gibt. Was vielleicht das Farbkonzept ganz gut fortsetzt. Hier haben wir eine, da sind alle Farben nochmal drin. Aber wir hatten ja oben auch nur... Ja, genau. Die sehen gut aus. SMX Plus 400 Kröten. Mein Gott, das ist ja ein Schnäppchen. Bei den Handschuhen schauen wir auch nochmal nach, ob wir da was finden. Weil ich denke mal, so im Großen und Ganzen kannst du ja alles wunderschön kombinieren. Also wenn das nicht passt wie Arsch auf einmal, dann weiß ich auch nicht. Wir können trotzdem bei Alpine Stars nochmal schauen. Oder heißt es Alpine Stars? Ja, Aussprache, ne? Wenn man nicht in der Szene unterwegs ist, da kennt man auch die Marken nicht so. Man hat sie irgendwie schon mal gesehen, spätestens bei dem Mopedfahrer, der an einem vorbeigeflogen ist. Ne, ich muss sagen, die gefallen mir eigentlich. GP Tech. Ja, die gefallen mir nicht so gut wie die hier. Die finde ich ein bisschen dezenter, ein bisschen zurückhaltender. Hier haben wir ein bisschen was Rotes noch mit drin. Revit. Das passt eigentlich ganz gut, wir machen die mal drauf. Weil, ihr seht es auch hier beim Knie und beim Allgemeinen, dass wir da ein paar rote Sachen mit drin haben. Und das setzen wir einfach schön bei den Händen fort. Die Knieschoner lassen wir gleich, nämlich komplett schwarz. Und damit haben wir unseren Typen heute auch nochmal neu eingekleidet. Und das in Rekordzeit. Wir sind eine Minute schneller gewesen als das letzte Mal. Zürich. Gut, dann machen wir uns die Buchse voll und steigen mal aufs Moped und schauen, dass wir das Ganze irgendwie... Ja, kontrollierbar kriegen. Ich muss mir nach wie vor so ein bisschen ins Gedächtnis rufen. Ich bin jetzt auch längere Zeit schon nicht mehr Ride gefahren. Aktuell verständlich, ne, wegen Project Cars. Aber heute ist wieder mal der Tag, wo ich mir sage, ah, Mensch, komm, setz dich mal hin, nimmst wieder ein bisschen was auf, um einfach auch das Spiel weiterzuzocken, weil ich will natürlich wissen, wie fahren sich die großen Mopeds. Also, auf geht's. World Tour Events. Verfügbar, Bike zum Kauf verfügbar, Bike in Garage, Bike in Verwendung verfügbar. Wir werden auch das nächste Mal wieder eine neue Umfrage machen. European Superbikes, Japanese Superbikes. Was haben wir hier noch? Zwei Zylinder haben wir nicht, wir haben vier. Vier Zylinder Superbikes. Wir werden einfach mal ganz dezent mit den European Superbikes mal anfangen. Und gucken, vielleicht gibt es ja auch einen Dragstrip. Die französische Riviera ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. North Wales ist auch gut. Die Strecke kennen wir noch ein bisschen. Was haben wir hier ganz hinten? Manicor. Na, da waren wir doch schon lange nicht mehr. Fangen wir mal hier einfach an. Ein Überhol-Event. Das heißt, wir werden ganz geschmeidig
einfach mal alle hinter uns lassen, auch wenn das in den letzten Rennen nicht ganz so erfolgreich war. So, wir lesen uns das Ganze mal durch. Offiziell wurde sie 2008 vorgestellt, was hatte ich gesagt? 2009. 2009, seitdem wurde sie produziert, weil ich war die Vorstellung Ende 2008. Genau, und das BMW erster Ausflug in den Hoch-Competitive-Bereich, nämlich der Supersports. Nur 1000 Exemplare wurden hergestellt, das Minimum, um die Anforderungen für die Zulassung der Meisterschaften der Serienfahrzeuge zu erfüllen. Ah, das ist eine Regulator. Oh, wie heißt das Ding? Oh, wenn du ein Rennauto oder wenn du ein Auto baust, ne? Oder wenn du zu einer Rennliga zugelassen werden willst, musst du ein Auto bauen. Wie heißt denn das? Oh, ihr wisst, was ich meine, oder? Mir fehlt das Wort aktuell. Wir gehen mal weiter. Auf jeden Fall nur 1000 Stück. Das ist nicht viel. Gut, das ist die RR. Das ist also die absolute Top-Version. Hier sehen wir nochmal unser Moped. Gut, mit den Außenspiegeln, wenn sie fehlen, sieht es ein bisschen traurig aus. Aber der Arsch, also wenn der nicht fett ist, dann weiß ich auch nicht. Ich würde mir lieben gern, würde ich mir wünschen, dass man unten diesen Rotz einfach mal ausblenden kann. Diesen grauen Balken und bestätigen. Da kann man nämlich wunderschöne Daumennägel machen. So, wo waren wir denn? Auf Seite 3 können wir nochmal schauen. Die Breite irgendwie. Sollte erst 2010 Zugang zu diesem Modell erhalten. Ich habe meine Infos übrigens von Wikipedia und von einem Motorradmagazin rausgesucht. Gut, fahren wir mal eine Runde. Oh mein Gott. Können wir hier irgendwas einstellen? Schauen wir da mal rein. Federung. Da kenne ich mich auch nicht aus. Ich weiß, dass viele von euch Moped-mäßig fit sind. Könnt ihr mir so einen Crashkurs geben? Also, was irgendwie bewirkt Vorspannung bei einer Federgabel? Man könnte sagen, Thompson, du fährst doch Auto. Aber Mopeds reagieren doch anders. Federhärte, das sehe ich ein. Das ist okay. Druckstufe, Zugstufe. Druck ist eintauchen, Zug ist raus, oder? Nur was macht die Vorspannung? Also da, wer Bock hat, könnte mir da ganz gern, auch lieben gern, wenn du einen eigenen Kanal hast zum Beispiel. Ne? Wir können ja ein bisschen interaktiv das Ganze machen. Du kannst mal lieben gern ein Video dazu machen und das mir schicken. Habe ich auch nichts dagegen. Können wir wieder was Interaktives machen, wer da Bock drauf hat. Liebend, liebend gern, weil du hilfst mir und auch anderen Fahrern. So, schauen wir mal. Oh mein Gott. Gut, da sitzen wir schon mal drin. Klang ist okay. Gut, wir haben die größten Bremsen drin. Falls ihr Knacken hören solltet, da geht er hoch. Das kommt wie gewohnt von der Xbox, kommt nicht vom Spiel, kommt auch nicht von der Aufnahme. Das ist immer schlimmer geworden in letzter Zeit. Ich habe das Gefühl, das liegt an manchen Frequenzen. Und da haut es uns erstmal tierisch auf die Fresse. Es ist das erste Mal. Wir müssen uns erstmal dran gewöhnen. Aber wenn du das Spiel eine Weile suchtest, bist du eigentlich richtig gut drin? Holy moly shit. Ich will ja nichts sagen, aber uns gehen die Rewinds aus, bevor wir die Runden ausgehen. Ausweichen. Zehntausend Umdrehungen. Und das Ding hört sich echt richtig erwachsen an. Gut, ich denke mal, die ersten Versuche hier werden nicht allzu schnell sein. Man merkt das Gewicht vom Moped auf jeden Fall. Also das Ding fährt sich um Welten anders als unsere Duck in der letzten Ausgabe. Auch unsere Carver ist im Vergleich dazu eine richtig agile Lady. Bei der BMW merkst du einfach, das habe ich jetzt überhaupt nicht kommen sehen. Hey, geil, drei Runden und wir haben schon alle Rewinds weg. Da muss ich echt mehr drauf aufpassen. Weil ihr wisst ja, ihr habt mir beigebracht, dass wenn das Vorderrad sich hebt, soll ich ganz kurz die Handbremse ziehen. In dem Fall die A-Taste drücken. Gut, zu 100% angekommen bin ich noch nicht. Wahnsinn. Mein 215 PS. Müssen erstmal auf den Asphalt kommen.
Gut, wir wissen ja, wir haben ein bisschen Benzin haben wir im Blut. Ich denke mal, für eine Bronzemedaille sollte es reichen. Ist das geil. So, jetzt keinen Scheiß machen. Was machen wir jetzt hier? Richtig, wir sorgen dafür, dass er auch einen schönen Daumennagel bekommt. Und wenn das mal nicht schön ist. Ride the Winds of Change, das war aber eine andere Marke. Hä? Sieht das nicht Porno aus? Guckt euch die Schräglage an. Guckt euch die Klamotten an. Mein Gott. Boah. Thompson, ganz ruhig. Ich find's nach wie vor, ich find's schade, dass der Lukas leider das Spiel nicht mehr spielen kann. Geht, Handbremse gezogen. Geht, weil er hat technische Probleme bei dem Spiel. Finde ich echt schade. Weil ich hätte schon gedacht, dass wir vielleicht mal so gemeinsam mal eine kleine Runde drehen. Wir fahren nach wie vor komplett ohne Fahrhilfen. Das heißt, alles machen wir selber. Das Einzige, was ich halt automatisch mache, den kriegen wir noch davon. Mit dem schönen Stoppie das Ganze beendet. Hier 27 Goldmedaille. Das heißt, wir sind gar nicht mal so langsam unterwegs. Die Maschine macht Bock. Die macht Bock. Jawoll. Komm, freu dich. Ja, wir sehen die Geige. Wir sehen die Geige. Das erste Mal. Die Geige ist am Start gewesen. BMW-Fan. Und ein Erfolg. Mach Platz. Oh mein Gott. Schön, schön. Ist es echt unsere erste Goldmedaille gewesen jetzt bei der World Tour? Die... Quatsch, oder? Wir hatten doch schon mehrere Sachen drin. Ich muss auf jeden Fall... Ich mache ein bisschen lauter bei mir. Bei euch wird sich da nichts ändern. Das werde ich alles ordentlich abmischen. Ich will einfach das Moped nur ein bisschen lauter hören. Mach Platz. Ist das geil. Nee, ich finde es nach wie vor, ich finde das Spiel, finde ich super. Es hat seine Macken, klar, siehst du ja selber. Zum Beispiel hier Macke 1, siehst du selber, ne? Aber die Idee ist genial. Die Umsetzung, kann man aufbauen, kann man drauf aufbauen. Aber ich würde mir echt wünschen, dass Milestone sich mehr hinsetzt und ein bisschen am Patches schraubt, dass wir hier ein bisschen mehr Vergnügen haben. Aber es ist halt auch das große Problem bei so Multi-Plattform-Titeln, dass man zuerst den Markt bedient, wo die größten Verkaufszahlen sind. Ist ein bisschen traurig, dass da Geld auch bei Patches regiert. Finde ich echt ein bisschen traurig. Aber mein Gott, was willst tüdeln, ne? Ist halt so. Gut, es ist der Championship, den lassen wir mal außen vor. Ich würde mal sagen, wir machen als nächstes North Wales, die ganze Rennstrecke. Bei Wales haben wir auch schon eine Erfahrung. Und jetzt werden wir erstmal sehen, was unser Bock wirklich taugt. Wir haben zur Not noch, wir haben noch Platz, ne? Wir können noch nachrüsten. Wir haben die Zylinderkopfbearbeitung noch drin. Charakterischer Haifisch-Kiem. Also du siehst hier, dass auch bei den Mopeds so Einflüsse von den Autos mit da drin sind. Jetzt haben wir hier Spitzenumdrehung 193 PS bei 14.200 Umdrehung. 185 Miles per Hour mal 1,609. Dann weißt du, was das Ding geht. Packen mal die Hälfte nochmal drauf. Es sind 90, ja, es sind 299. Das ist schon ein bisschen krank. Bei so viel Leistung, bei elektronischen Hilfen, die wir natürlich alle abgeschalten haben. Anti-Hoppel-Kupplung habe ich gerade gelesen. Mapping Selection, Anti-Wheelie-System. Also hier sehen wir es mal, ne? Du bist nicht der Held, du bist der Held, wenn du das alles abschaltest. Aber mach das ja nicht, mach das ja nicht. Wenn du dich damit nicht auskennst, am Hahn drehst und das Ding kommt von hoch bei 180, was gar nicht mal so unwahrscheinlich ist, bei 200 PS auf 200 Kilo, dann musst du wissen, was du am Lenker machst, weil ansonsten haut sich so dermaßen auf die Fresse. Und bei 200... Das kann, nennen wir es einfach mal ganz geschickt, unglücklich ausgehen. Ne? Gut, willkommen in North Wales. Ich warte immer noch auf die TT-Strecke. Wäre auch richtig geil, weil die ist schon angelehnt hier. Die ist schon so angelehnt in der Richtung. So, wollen wir noch mal schauen, wer fährt denn heute alles mit? Geht das schnell? Ist jemand dabei, den wir kennen? Leider nicht. Doch, der Mathe ist ganz unten. Mathis, was fährst denn du? Was hast du dir ausgesucht? BMW HP4.
Kann man machen. Wenigstens sind wir bei einer Marke treu geblieben hier. Oh ja. Visier und Helm? Jo, da sind wir erstmal letzter. Problem war jetzt bei der Sache, ich musste die ganze Zeit Handbremse ziehen oder vom Gas gehen. Und das bremst natürlich. Außer haben wir jetzt wieder was zum Jagen, ist auch nicht schlecht. Gut, schnell sind die alle. Oh, wir haben Rückmeldung am Controller. Ich habe gemerkt, dass die Bremse bitte dicht macht. Ist das irgendwie neu oder habe ich das sonst einfach ignoriert? Oh, Mut zur Lücke. Wie gesagt, eigentlich haben wir den Kurs drin, so ein bisschen. Eine Lieblingskurve? Na, 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 na. Okay, damit muss ich rechnen. Wer aushält, muss auch einstecken können. Na, wer hat mehr Mut? Ihr seid doch so irre hier. Uiuiuiui, hallo. Der Thompson hat vielleicht noch sowas wie ein bisschen wie Angst. Das war klar, das war klar. Schön übers Castrol erstmal rüber geflogen, ne? Hm. Hier war ich viel zu schnell. Man hat halt irgendwie noch drin von der Kawa oder von der Duck, dass du die Kurven voll nehmen kannst. Vorn setzt sich bereits so eine kleine Truppe ab. Das sind ja wieder die stärksten Mopeds hier. Lassen mal die drei drin. Alter Verwalter, ihr seid da echt nicht ganz sauber. Jetzt sehen wir nur unsere Bremsspur. Die kam leider vom Vorderrad. So, Platz 4. Der wird ja echt anders, der wird ja echt anders. Da kriegst du Gefühle. Thompson, was ist los mit dir? Ich glaube, Tomb Raider ist wieder am Start. Der Rächer der Enterbten. Also heute habe ich echt irgendwie... Habe ich von Mopeds geträumt die Nacht, oder wie? So, wir dürfen nicht vergessen. Wir haben noch mehr als genug Zeit. Wir haben noch eine ganze Runde, haben wir noch Zeit. Das heißt, lieber auf Nummer sicher gehen. Ihr sagt euch Scheiß auf Sicherheit. Sekunde gefunden. Aber auf die da vorne aufzuschließen, das wird jetzt echt ein Kraftakt. Ich konzentriere mich einfach mal ein bisschen. Und stempeln kannst du hier komplett vergessen. Also hier einfach mal den rechten Trigger volle Kanne durchzudrücken, direkt beim Kurvenausgang, kannst du vollkommen vergessen. Aber ich bin bitte früh. Komm, Platz 3 wenigstens. Bronze holen wir uns.
Okay. Das war zu optimistisch. Mattes hatte damals recht. Wissen wir, als wir die Multiplayer-Folge aufgenommen haben, je schneller die Mopeds werden, umso mehr Spaß macht das Spiel. Und so ist es. Mein Gott, du musst so schnell an der Handbremse sein. Ja. Gut, wir haben halt auch beim Start sehr viel Zeit liegen lassen. Aber ich wäre mit Platz 4 zufrieden, beim besten Willen. Weil wir sind gut gefahren. Wie gesagt, wir können unser Moped noch aufrüsten. Dass wir aber noch mehr Leistung rausholen. Und dann haben wir zumindest auf der Geraden noch ein größeres Polster. Es ist trotzdem eine schöne Runde hier. Da geht er noch hoch. Ne, geht nicht nochmal hoch. Schade. Was heißt schade? Gott sei Dank. Ich würde mal sagen, wir machen an der Stelle dann mal einen kleinen Cut. Wir werden uns aber noch ein bisschen vorbereiten. Nämlich, wir werden dem Bock jetzt einfach noch ein bisschen mehr Leistung geben. Und machen wir das nächste Mal. Wisst ihr was? Machen wir das nächste Mal. Machen wir das nächste Mal gemeinsam. Und wie gesagt, beim nächsten Mal, guckt es euch an. Blaue Felgen. Wir haben Felgen auch noch nicht gemacht. Machen wir auch das nächste Mal. Stimmt, wir haben Reifen geändert, aber die Felgen nicht. Gut, also das, ja, ist nächste Mal, zum 84. Mal, bauen wir den Bock dann komplett auf. Da kommen noch Felgen drauf. Welche Farbe macht man da? Liebe Leute, ich mache das Ganze mal interaktiv. Bin ich heute einfach mal, ich bin mal so frei und mache nur eine Folge, damit diese Folge maximum interaktiv sein wird. Wünsche euch mal eine Farbe, die zum Moped passt. Weil, habt ihr die Farben gesehen? Also es gibt grün, würde ich nicht machen. Es gibt so Stahlfarben, blau, rot. Schlag mir mal eine Farbe vor und das, wofür sich die meisten entscheiden. Wenn die Farbe bereits in den Kommentaren steht, dann gib diesen Kommentar mit dem Däumchen nach oben. Weil, und dann würde ich sagen, die Farbe mit dem meisten Daumen nach oben. Und wenn es pink ist, dann mache ich da pink drauf. Dann braucht ihr euch aber nicht aufregen, dass das Ding scheiße aussieht. Egal, wir haben dann so viel Leistung, dass wir einfach am Hahn drehen und dann sind wir weg. Man sollte nicht pfeifen ins Mikro, ist nicht so gut. Auf jeden Fall, vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, diese Folge hat ja bitte Spaß gemacht, wenn dem so sein sollte. Däumchen nach oben nicht vergessen. Empfehlt mich weiter. Weil so viel Ride gibt's da nicht. Und gerade für die Moped-Freunde hier mache ich das Ganze auf jeden Fall weiter. Und natürlich auch, ne, weil das Ganze richtig Gaudi macht. Wir brauchen ja noch ein paar Medaillen. Also so geht das mal gar nicht. Da müssen wir noch ein bisschen nachlegen. Da müssen wir echt noch ein bisschen nachlegen. Und das, wie gesagt, machen wir dann das nächste Mal. Und ich sage einfach mal, ich bin raus an dieser Stelle. Bis denn. Ciao, ciao. Mit Blick auf unser Moped. Machen wir nochmal, oder? Wo ist es denn? Bike anpassen? Gab's nicht Showroom? Ich will den Showroom. X, genau. Showroom. Da schaut's. So, und ihr dürft jetzt eine Felgenfarbe raussuchen. Schwarz haben wir aktuell, was ich ganz stimmig finde, aber wir machen leichte Felgen drauf. Leichtere Felgen. Das sieht natürlich auch nicht schlecht aus. A Thumbnail. Wusste ich gar nicht, dass das geht. Ja, an der Stelle sind wir erstmal raus. Also, bis dann. Ciao, ciao. Euer Tom.